Willkommen, liebe Freunde, zu Freitalk, Ausgabe Nummer 26. Ja, und Sie sehen richtig, ich bin wieder da, ich melde mich wieder zurück. Und am Anfang der Sendung möchte ich mich natürlich bei all denjenigen ganz herzlich bedanken, die mir mit Genesungswünschen sozusagen geholfen haben, wieder gesund zu werden. Ich hoffe, dass ich sowas nicht nochmal erleben muss, sondern ich denke, dass das Problem bereinigt wurde. Ja, Sie sehen schon, ich habe heute einen Gesprächsgast im Studio und sein Name ist Heinz Hofmann. Das wird Ihnen wahrscheinlich dem einen oder anderen noch nicht viel sagen, aber ich denke, wir klären das Ganze auf. Damit erstmal herzlich willkommen, lieber Heinz. Danke, dass ich kommen konnte, Frank, und schön, dass ich mitmachen darf. Und was hast du jetzt für Fragen? Ja, was haben wir für Fragen? Die Freitalk-Sendung wird ab diesem Jahr ein bisschen frecher werden, ein bisschen unterhaltsamer, denke ich. Und deswegen wird Heinz natürlich, so wie er es gerade angedeutet hat, öfters dabei sein. Aber Heinz ist nicht nur ein Gegenpart zu mir in Frage der Talk-Sendung. Ich möchte Ihnen natürlich jetzt die Person Heinz Hofmann natürlich ein bisschen näher vorstellen. Heinz, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Rentner. Ich habe es geschafft. Ich durfte in den Altersruhestand gehen. Und vorher war ich Medizinpädagoge, habe also versucht, zukünftige, heute heißt es Gesundheitspflegerinnen und Gesundheitspfleger auszubilden und auf ihr berufliches Leben vorzubereiten. Ja. Das ist der eine Part, aber der wichtigere, wird jetzt vielleicht eher da fragen, was macht er in der Modellbahn? Heinz, du bist natürlich auch ein begnadeter Modellbauer und, jetzt kann ich es Ihnen verraten, er schreibt auch hin und wieder Artikel im Eisenbahnkurier. Und da kann man ja deine Werke, die du so machst, auch bewundern. Und eins, was hervorragend oder mal was herausgestochen ist, ist dieses Diorama in der Heide. Mhm. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen und welche Geschichte rankt sich dann eigentlich um die Heide? Um die Heide rankt sich einfach, ich hatte damals, die Firma RDS stellte Heide vor, blühend, groß, klein, nicht blühend und dürr. Und ich liebe neben der Küste auch die Heidelandschaften. Heide ist es in der Nähe von Berlin, aber ich habe vor allem auch Heide in der Lüneburger Heide und ich habe Heide gerade an den Küsten. Also war es naheliegend, eine Heide zu machen. Und diese Heide, die Bilder sehen wir ja auch gerade eingeblendet, es ist ja eigentlich aus meinen Begriffen her, ich bin ja da nicht so ganz der Profi, aber zumindest ein Halbleihe, beziehungsweise ich versuche ja immer, was ich so höre, nachzumachen. Also ich bewundere Leute, die das so perfekt hinbekommen. Also perfekt, das lassen wir mal sein. Es ist meine Perfektion für mich, weil ich denke immer, jeder macht es so, wie er das gerne hätte und es ist seine Perfektion und jede Arbeit ist bewundernswert. Mhm. Ob das die einfache ist oder auch vielleicht die von Profis, die das beruflich machen. Ich gehe immer her und suche, bevor ich was baue, mir die dementsprechenden Vorbildfotos, recherchiere, suche mir eine Jahreszeit aus. Für mich ist es im Regelfall der Sommer, Spätsommer, Herbst, also Frühherbst, weil das ist für mich farbenmäßig die stimmigste Jahreszeit und auch interessant darzustellen. Und dann, man kann es im Bericht beim Eisenbahnkurier recht deutlich nachlesen, ist diese Heidelandschaft ein, ich sage jetzt mal, zeitlicher Kraftakt gewesen. Wir haben es jetzt auch gerade in den Bildern gesehen. Also ich bewundere, ich muss wirklich sagen, ich benutze den Begriff ja eigentlich schon wieder bewundern. Aber was soll ich groß dazu sagen? Ich finde es perfekt gelungen dir. Aber Sie haben ja darauf auch Figuren bemerkt. Ja. Und diese Figuren oder um diese Figuren ranken sich ja auch so ganz kleine Anekdoten, Geschichten. Was sind das für Figuren? Also es sind in dem Standardbereich sind es Figuren der namhaften Hersteller, also im Regelfall von Breiser. Und dann befinden sich auf dem Diorama Figuren, die aus dem realen Leben sind. Aha. Die sind also nach Fotos auf Auftrag geschrumpft. Man findet darauf die drei Auhagens, die drei vom Hüttengrund, also den Markus, den Robert und den Mike Lorbeer. Mhm. Man findet aber auch so ein bisschen meine eigene Familie. Mhm. Dann ist auf dem Diorama eine der beiden
weiblichen Schäferinnen, die es in der Lüneburger Heide gibt, abgebildet und eine bekannte Fernsehmoderatorin. So, und das hast du dann einfach gedacht, die setze ich jetzt mal drauf. Ich nehme Leute aus dem realen Leben, die gehören da in die Heidelandschaft und da ist die Sache für mich perfekt. Es gibt einen Beitrag von dieser Moderatorin, wie sie diese Heideschäferin befragt. Und diese Szene habe ich umgesetzt. Mhm. Die findet in der Nähe eines Heidehofes statt. Hierzu wurde der Hof von Auhagen etwas modifiziert nach Vorbildfotos. Und in die Heidelandschaft gesetzt, in eine Herde von 96 Schafen. Heidschnucken gab es nicht, also habe ich Schwarzkopfschafe genommen. Aber eben um die Menge zu zeigen, sind 96 Schafe. Das wäre doch mal eine Idee für die 3D-Drucker. Ich meine, Heidschnucken mal nach. Da lassen wir uns mal überraschen, was der Drucker so in der Werkstatt zurzeit auswirft. Es lässt ja tief blicken. Ich glaube, liebe Freunde, wir werden in nächster Zeit noch viel zu erwarten haben vom Heinz. Nun werden Sie sich auch vielleicht ein bisschen gedacht haben, oha, ein Franke. Richtig. Ein Franke in Berlin. Haben wir dich gut integriert in Berlin? Naja, sagen wir mal, Frank hat mich gut integriert, meine Familie hat mich gut integriert. Ich fühle mich nach 16 Jahren Berlin ein bisschen Berlin zugehörig. Ich fühle mich nicht immer wohl in Berlin, aber das liegt jetzt nicht an der Stadt, das liegt an dem ganzen Geschäftigen, an der Lautstärke, an dem Dreck. Aber ist halt eine große Stadt. Ich liebe halt anderweitig die Ruhe, deswegen auch meine ganzen Schaustücke haben meistens in Bezug zu irgendwelchen ruhigen Landschaften, wobei es nicht so ganz stimmt, es kommt auch meine Stadtstraße im Modell mit, weiß nicht, 200 Figuren zustande, die eine Altstadtstraße ist. Aber im Regelfall, ob das jetzt irgendwo im Norden ist, mit Hafen und Schmalspurbahnhof oder mit Strand, ja, oder ja, irgendwas hat es meistens mit Ruhe zu tun. Wobei, wer sagt, es hat was mit Ruhe zu tun, liebe Freunde? Ich würde sagen, es ist schon wieder ein bisschen gelogen, denn Sie sehen ja, was vor uns hier auf dem Tisch steht. Darüber wollen wir gleich sprechen. Das ist gar nicht so ruhig, was man da sieht. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ein bisschen was loswerden und Sie darüber informieren zu Hause, dass ich eigentlich froh bin, dass Heinz jetzt an meiner Seite hier im Studio als Gegenpart sozusagen agieren wird. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, nicht für die Freitalk-Sendung, da wird er sicherlich hier und da auch mal da sein, das ist klar, das verspreche ich Ihnen, aber wir wollen in die Tiefen des Modellbaus gemeinsam einsteigen und dem Laien, auch wie dem Profi, den einen anderen sehenswerten und auch vielleicht interessanten Tipp oder interessante Sache vorstellen. So war ja eigentlich erstmal unser grobes Denken. Dazu wird es eine extra Senderubrik geben, die wir noch kreieren werden, aber in den nächsten Wochen, seien Sie bitte gespannt, liebe Freunde, wird da einiges auf Sie drauf zukommen, das verspreche ich Ihnen. Habe ich das richtig so gesagt? Ja, und ich denke auch, dass ich dem Frank dann das eine oder andere interessante Produkt, was es vielleicht neben der Modellbahn gibt oder dem einen oder anderen nicht ganz so geläufig ist, mal näher bringe. Ja. Oder versuche näher zu bringen. Genau, so, das wollen wir erstmal so stehen lassen. Wir wollen auch nicht mehr verraten. Sie sollen ja ein bisschen gespannt sein, was wir für Sie vorbereiten. Ich freue mich schon mächtig drauf, dass wir wirklich sehr interessante Dinge Ihnen näher bringen können. Und apropos näher bringen, vor uns steht ein klitzekleines Diorama. Und ich fange mal so an, ich versuche mal mit Singen. Halten sich die Ohren zu, wenn es nicht ganz klappt. Aber ich sage mal das Stichwort, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und so weiter. Sie kennen das, Kopfkino, jetzt läuft die Musik weiter. Die Älteren werden diesen Song sicherlich kennen, den haben wir früher als Kinder immer gerne gesungen. Ja, und das, was hier steht, ist das Ergebnis dieses Liedes. Habe ich das richtig gesagt? Das ist im Prinzip genau so richtig. Entstanden ist die Idee letztes Jahr auf der Intermodellbau. Adidec hat den Hühnerstall vorgestellt. Mhm. Neben mir stand ein Redakteur einer mir sehr gut bekannten Zeitung, für die ich auch schreibe. Und ich sage, Mensch, da sollten wir was damit machen. Und er sagt neben mir, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Und damit war der Gedanke festgefressen. Sie sehen also,
allein aus diesem einen Blitzgedanken kann man immer wieder was basteln und bauen. Ja. Und das soll ja auch den Spaß vermitteln. Richtig, also die Oma im Hühnerstall, die fährt hier raus. So, da haben wir jetzt natürlich auch Bilder für Sie vorbereitet, ja, eingeblendet. Ich kann es auch noch mal so ein bisschen in die Kamera zeigen. Ja. Auch der Hühnerstall ist innen eingerichtet, aber das ist nun dank der Firma Aditec, die das bereits im Groben vorbereitet hat. Es war ein Diorama, was Spaß gemacht hat und was, ja. Mir fällt eigentlich noch was. Weißt du, was dazugehört? Was? Ein Soundmodul mit Motorrad und Hühnergegacker. Tja. Denn ich kann mir das ja vorstellen, wenn die Oma so verrückterweise mit dem Motorrad durch den Hühnerstall fährt, dass es mit viel Krach und Gegacker verbunden sein soll. Das könnte sein. Auch, wir müssen mal schauen. Es ist, glaube ich, eine Suzuki-Motorrad, was ich habe hier nachmachen lassen. Wow, die Oma ist modern. Weil, das mal vorab geschickt, ich gerne in der Zeit der Jetztzeit baue. Mhm. Okay. Ja, ich versuche Elemente aus vergangenen Epochen zwar zu integrieren, aber ich versuche immer wieder auch in die Jetztzeit zu kommen. Dazu haben mich meine Enkel gebracht, weil die haben gesagt, ja, was weiß ich, was 1950, 60 passiert ist, das sehe ich nicht, aber ich sehe, was heute auf der Straße passiert. Und dann ist diese Oma entstanden, die ich mir habe extra machen lassen, aber dazu vielleicht irgendwann später einmal mehr. Das war das gute Stichwort, denn wir haben ja auch einen zeitlichen Rahmen, liebe Freunde, in Freitalk. Hier ging es erstmal darum, Ihnen etwas vorzustellen und zu zeigen, was in Bälde sozusagen auf Sie zurollt. Es wird ein vielseitiges, vielschichtiges Thema rund um den Modellbau sein. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit, dass wir das ein oder andere tolle Ding gemeinsam machen werden und, ja, und Sie damit sozusagen erfreuen bzw. animieren, selbst den Pinsel, die Schere oder was auch immer in die Hand zu nehmen. Genau. Und diese Sachen nachzubauen. Es wird also so präsentiert werden, dass das jeder machen kann. Ja, und ich denke, so ganz spontan aus dem Bauch, sag deine E-Mail-Adresse, sie sollen die Ideen fragen, anschreiben, was sie gerne sehen würden. Das wollte ich gerade sagen. In den Kommentaren können Sie natürlich gerne Ihre Meinung dazu sagen uns, beziehungsweise eigentlich mal mitteilen, was Sie gerne gezeigt haben möchten, was Sie nicht verstanden haben oder was für Sie zu kompliziert ist im Bereich Modellbau. Ich denke, wir werden da gemeinsam das ein oder andere Thema aufgreifen, um Sie, liebe Zuschauer, ja, mit Ihren Sorgen oder von Ihren Sorgen zu befreien. Und Heinz wird sich Mühe geben, das umzusetzen. Und wenn ich selber nicht kann, dann werde ich sicherlich einen Weg aufzeigen können, wo man eine Lösung finden kann, beziehungsweise wer weiterhelfen kann. Genau. Das war jetzt in Kurzform das, was wir vorhaben. Aber Freitalk wäre nicht Freitalk und Frank Buttig nicht Frank Buttig, wenn er jetzt nicht noch einen kleinen Anschlag auf Heinz Hoffmann vorhat. Wir wollen ja auch talken. Und wir haben, oder ich, sagen wir mal so, mich bewegt ein Thema schon seit langem. Und zwar ist das das Thema Messen. Sie werden es ja auch schon mitbekommen haben. Und die Nürnberger Spielwarenmesse ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, das beste, ich sage jetzt mal grob Negativbeispiel, denn es gibt viele Messen, die wirklich Hunderte von, Tausende von Modellbahnern anziehen und die Modellbahnmesse bzw. die Spielwarenmesse in Nürnberg wird ja weitgehend auch von der Industrie gemieden. Wo ja. Könnten die Probleme liegen, Heinz? Ja, ich habe die Spielwarenmesse dieses Jahr das 29. Jahr besucht. Ich habe Highlights erlebt dieser Spielwarenmesse. Ich habe einen Niedergang, speziell der Modellbahn- und Modellbau-Ecke oder Abteilung erlebt. Und ich war letztes Jahr schon geschockt und dieses Jahr war ich enttäuscht. Noch geschockter. Es waren zwar angeblich 2 oder 3 Firmen mehr, die Stände waren aber deutlich kleiner. Und ja, bis auf diesen Publikums-Samstag, den man ja jetzt kreiert hat und auch urplötzlich auch die Kunden oder die Besucher was kaufen dürfen, ich denke, es läuft diese Messe komplett am Interesse des Modellbahners, Modellbauers vorbei, weil die Messe das einfach verschlafen hat, hier das Publikum zu integrieren. Eine Messe, wie jetzt ansteht in Dortmund oder wie ich war jetzt vor 14 Tagen, war ich in Dresden gewesen. Da wird man platt getreten, die Leute drücken sich die Nase platt und die Leute können kaufen. Die finden genau dort das, was sie für ihre Bahn brauchen. Jetzt in Dresden war es der DT-Bahner, war schwerpunktmäßig da.
Die TT-Bahner. Ja, korrekt. Die TT-Bahner. Nicht nur der, sondern die. Und in Dortmund ist es einfach so, dass alle oder nahezu alle namhaften Modellbahnhersteller da sind. Und auch, das drumherum gehört. Und dass auch außenrum wunderbare Anlagen zu sehen sind. Ich meine, manche kennt man, aber es ist auch immer wieder was Neues dabei. Es sind qualitativ meist hochwertige oder höherwertige Anlagen. Und es sind doch auch häufig von den Firmen entweder die Entwickler da oder die Chefs da. Und der Kunde kann hier den direkten Kontakt suchen. Und das ist das, was in Nürnberg verloren gegangen ist. Ich denke auch, meine persönliche Meinung dazu, und wie gesagt, liebe Zuschauer, Sie sind aufgefordert, um mit uns fleißig zu diskutieren und Ihre Meinung zu sagen. Ich glaube, Nürnberg hatte Entwicklung ein bisschen verschlafen. Und zwar denke ich, dass da auch eine große Ursache darin liegt, dass die Digitalisierung vorangeschritten ist und das Konzept der Messe das ja gar nicht vorgesehen hat. Denn das Konzept der Messe in Nürnberg war ja bisher immer so, dass also die Einkäufer, die Händler dahin fahren und ihre Bestellungen machen, was ja eigentlich schon vorher passiert jetzt dank Internet, die Händler und die Einkäufer das alles per Internet machen können. Dann gibt es sogar Hersteller, die preschen noch weiter vor, die warten gar nicht erst ab bis Messebeginn, Ende Januar. Die tun also praktisch schon Anfang Januar oder meinetwegen schon zum 27. Dezember ihre Neuheiten präsentieren, weil sie meinen, dass das vorteilhaft für sie ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, warum man es sonst macht, sowas. Das heißt also, der Punkt, worauf sich alle gefreut haben, am 27. oder 28. Januar geht's los, da kommen die Neuheiten, ist nicht mehr gegeben. Die Geheimhaltung ist nicht mehr gegeben. Ich werde oft von Herstellern gebeten, mit meinen Neuheitenvorstellungen den Sperrfrist einzuhalten und dann gehe ich am gleichen Tag ins Internet und sehe eigentlich die Dinge, worüber ich nicht reden darf. Ich gebe dir recht, Frank. Ich suche die Schuld bei mehreren Faktoren. Ja. Einmal ist es die Messe. Sei es die überhöhten Preise, die sie fordern, sei es die verschlafene digitale Öffnung in Social Media in diesem Bereich hinein, das ist der Messe ihr Schuld. Es gibt eine Schuld, die liegt bei den Herstellern aus meiner Sicht. Früher war es so, zur Messe gab es Neuheiten. Frank hat es gerade gesagt, man hat sich darauf vorbereitet. Es gibt am Ende Januar kommen die Neuheiten fürs ganze Jahr. Erstmalig aufgeweicht hat es die Firma Rocco, wie sie im November Neuheiten vorgestellt hat. Darauf traten die eine Welle los. Jeder bringt Neuheiten dann, wenn er denkt. Die einen bringen sie jetzt vor der Messe, die anderen bringen sie zum 8. Februar, die anderen bringen sie zum März. Dann, und es bringt aber auch keinen Vorteil. Es bringt keinen Vorteil, weil wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt keinen Güterwagen möchte, was will mir die Neuheitsvorstellung von Güterwagen? Irgendwann im November, im Dezember. Sicherlich ist auch an dem ganzen Geschehen ein bisschen die letzten Jahre schuld, Corona und Co. Mhm. Und ganz sicher ist auch heute an dem Einbruch ein bisschen der kleinere Geldbeutel des Verbrauchers nicht außer Acht zu lassen. Das ist richtig. Die Kaufzurückhaltung ist zu spüren. Das ist eindeutig. Und dann ist damit auch ein neuer Trend eingetreten, dass Hersteller 2-, 3-, 4-mal im Jahr Neuheiten jetzt anbieten, weil sich ein negativer Trend in der Branche auch breit gemacht hat. Irgendjemand stellt was vor und der Nächste kopiert es und versucht, schneller auf dem Markt zu sein, wie der die Idee das heißt hatte. Also das Konkurrenzverhalten, also das unfaire Verhalten, unsportliche Verhalten der Hersteller untereinander sicherlich auch eine kleine Rolle spielt. Und das Ganze, wenn ich dann zusammensetze, sage ich, gut, dann ist für mich als Verbraucher, als Freund der Modellbahn, des Modellbaus, eine Messe wie Dortmund, wie Friedrichshafen, wie Mannheim oder Dresden oder jetzt dann hoffentlich auch aufsteigend Leipzig, auf jeden Fall die bessere, weil da habe ich den Kontakt, ich habe das Sehen, ich kann Fragen stellen, ich kriege Antworten. Und ich kann es sogar noch mitnehmen teilweise. Und wie gesagt, mitnehmen auf jeden Fall. Und auf den Messen hat man ja auch immer noch den Vorteil, zum kleineren Preis oder zum Messepreis das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Naja, da habe ich so meine eigene Meinung dazu, zu dem Thema Messepreis. Ich mache einen Messepreis, lass mich den Preis berechnen, dann sage ich dir, wie mein Messepreis ist und dann gebe ich dir Rabatt. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Nicht verschweigen dürfen wir natürlich, liebe Freunde, auch die Problematik Lieferketten. Es ist jetzt wieder schwieriger geworden. Ja.
fast die gesamte Modellbahnindustrie lässt in China bzw. ein Hersteller sogar in Vietnam fertigen. Das hat Probleme, bringt Probleme mit sich, nicht nur in den Lieferketten, sondern auch in den Preisen. Die Materialpreise sind gestiegen, auch die Lohnkosten in China oder Vietnam sind gestiegen, was meiner Meinung nach eigentlich auch gerecht ist. Auch die Leute wollen Geld verdienen und ordentlich leben. Man muss das immer ein bisschen zweiseitig sehen bei der ganzen Geschichte. Wir können nicht immer davon ausgehen, ich lasse das jetzt in Honolulu bauen und die machen mal das für ein Viertel des Preises. Wir müssen auch immer die Leute sehen, die dahinter stehen, die dort arbeiten und auch entsprechend vernünftig entlohnt werden wollen. Und ich denke, jetzt wird, vielleicht ist es auch nur ein Trend, vielleicht ist es ein bleibender Trend, dass Leute auch Modellbauer wieder mehr selber machen. Das Thema Modellbau wieder mehr in den Vordergrund kommt. Jetzt haben wir die Kurve gekriegt. Danke dir. Jetzt haben wir die Kurve wieder gekriegt, liebe Freunde. Von dem etwas doch sehr schwierigen Thema, was wir sicherlich jetzt noch fortsetzen könnten. Deswegen meine Bitte nochmal, oder unsere Bitte, schreibt es ruhig in die Kommentare. Wir werden uns bemühen, die eine oder Antwort vielleicht darauf zu geben oder einfach nur Ihre Meinung. Wir lesen auf alle Fälle alles und auf alles werden wir keine Antwort finden. Aber wir haben mal ein Thema angeschoben, über das wir im Laufe des Jahres sicherlich nochmal reden werden und können vor allen Dingen. Ich wollte Ihnen damit nur signalisieren, dass auch ab diesem Jahr nach meiner Gesundung, ich habe auch viel überlegt, Sie können es mir glauben, und ja, wir wollen die Sachen etwas interessanter gestalten, auch etwas näher an Sie heran, liebe Modellbahnfreunde, und durchaus das ein oder andere kritische Wort fallen lassen, aber der Schwerpunkt liegt natürlich, deswegen bin ich Ihnen ganz dankbar, im Bereich Modellbau und auch der Modellbahn, was ja dann sicherlich auch zwangsläufig kombiniert wird. Wir haben vieles vor, seien Sie überrascht, Stichwort Carmotion, mehr sage ich nicht, da wird auch noch einiges sicherlich kommen. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe es ihm entlockt, mir ist es gelungen, wir sagen einfach ja. Ja, das war im Schnelldurchlauf meine heutige Sendung Freitalk, liebe Freunde, zum Wochenende. Wir haben Ihnen einige Themen mit auf den Weg nach Hause gegeben. Wenn Sie die Sendung gesehen haben, schreiben Sie ruhig in die Kommentare, wie Sie das sehen, was Sie für Meinung haben, was Sie denken und vor allen Dingen, was Sie zu sehen wünschen von uns beiden in nächster Zukunft. Wie die Sendung heißen wird, die den Modellbau betrifft, sind wir noch in der Namensfindung. Wir werden aber einen passenden Namen finden. In einer nächsten Freitalk-Sendung wird das Ganze dann sozusagen veröffentlicht werden. Und dann dürfen Sie sich freuen auf das, was wir dieses Jahr Ihnen präsentieren werden. Ja, da bedanke ich mich bei dir, lieber Heinz, danke, für dieses kurze, knackige Gespräch. Ja. Wir werden noch viel Gesprächsthemen haben im Laufe der Zeit, da bin ich mir ziemlich sicher. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und denken Sie mal an meine Maxime, hoch die Hände, Wochenende, ran an die Modellbahn. Das sollte das Thema und das Motto auch für dieses Jahr bleiben. Vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuschauen, wo immer uns Sie auch gesehen haben. Und wir sehen uns demnächst wieder auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Danke. Tschüss.